Oh mein Gott, er hat eine Minute Verspätung. Lyncht ihn! Lyncht ihn alle! Hatet ihn! Tachchen, ich hoffe, man hört uns. Schon. Wie immer brauchen wir euer Feedback. Ist der Sound okay? Weil wir ja heute nicht jeder an seinem Laptop, an seinem Rechner sitzt, sondern wir beide bei Julia sitzen. Und deswegen müssen wir sowieso mal sehen, wie das hier alles funktioniert. Etwas leise kriegen wir hin, indem wir es lauter machen. So. Besser. Ich sitze gleich übrigens noch weiter weg. Mache ich mal so. Lehne ich am besten schon mal zurück, das ist ja. Ja, ich würde dann, wenn ich mich hier platziert habe, würde ich so sitzen. Ich glaube, ich bin jetzt sehr, sehr leise. Kann das sein? Ansonsten muss ich brüllen. Du brüllst dermaßen, dass dich alle super verstehen. Nein, sehr deutlich. Ist schön, freut mich, dass es geht. Dann kann ich ein bisschen lauter reden, wie immer, Julia ein bisschen leiser, wie immer, und das passt alles. Wo es Probleme geben kann, ist, wenn wir nachher Leute in den TS nehmen, weil wir ja jetzt alles über die Boxen hören, dass es da eine Rückkopplung gibt. Da müssen wir dann mal sehen, wie wir das machen. Entweder macht dann irgendwie einer alleine weiter. Jetzt wird es erstmal so laufen, dass Julia zockt mit Asla und vier anderen von euch, die Bock haben. Und ich werde mich nebenbei ein bisschen um den Chat kümmern. Das heißt, der Chat wird jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr beobachtet, als wenn wir beide zocken. Dann ist der, habe ich den Chat ja selten mal, ja, mehr als eine halbe Minute im Auge. Wem es zu leise ist, soll die Lautsprecher aufdrehen. So ist es. Ingame-Sound werden wir dann aussehen. Ist Neverwinter eigentlich an? Ach, du musst dich mal umloggen. Ich glaube, ich bin noch eingeloggt. Ich bin echt mal gespannt, ob das dann nicht ein bisschen zu doll rückkoppelt. Ihr könnt ja mal schreiben, ob bei euch jetzt was rückkoppelt. Auf welcher Instanz wir spielen, sehen wir gleich. Wir sind ja noch nicht mal eingeloggt. Wir loggen uns gerade ein. Oh, Oh, ich habe noch nichts zu trinken, bin gleich wieder da. da ist die. Ich mag auch keinen Eistee. Er mag keinen Eistee. Er stellt sich Eistee hin und mag keinen Er will Eistee. Schaffelorle. Wehe, du kippst die um meine Tastatur. Hier, Everyday New Tastatur hat bestimmt eine neue für dich. Yay! So. Ihr alle und ihr zwei, was? Was? Mehr? Warum? Wieso? Na, er grüßt alle und uns beide. Gluck, 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 gluck. Ist doch einfach. So, Total. und wenn ich das wie ich das mitbekommen habe, steht ihr ja alle in der Enklave. Hier, du musst erstmal das Bild switchen. Hier oben auf Neverwinter Stream, bitte. Ja, aber ich wollte jetzt erstmal nicht Enklave abbrechen. Hast du eigentlich verkauft? Nein, weil die jetzt eh alle in der Enklave warten, deswegen treffe ich mich jetzt dort mit denen. Dann, ja, am Altar. Alter! Mach mal Kühlschrank zu. Das Ja, war und es wird nicht. hier noch wärmer. So, der alte Mann sitzt. Ja, ich habe es verstanden, weil ich kompliziert denke. Ich habe es verstanden, weil ich noch komplizierter denke. Deswegen habe ich es nicht verstanden, so wollte ich sagen. Ich wollte gerade sagen, du hast es doch gar nicht verstanden. Ja. Ich bin schon seit Stunden am Altar. Ja, wozu? Ach, hier ist schon einer. Ich brauche gar nicht zu euch hochlaufen. Okay. So. Dann, ne? Muss ich das doppelt klicken? Nee, einfach nur. Zack. Boah, ist ja irre. Ist irre, ne? Wir Das müssen ist ja auch schon. mal sehen, ob Julias Leitung das alles stemmen kann, wenn wir Oh hier noch ein ja. TS anhaben und was weiß ich nicht noch alles. Guck mal, das läuft bei immer noch 900, obwohl 700 Ja, lass das laufen. sonst war. Das Achso, also passt schon. falls es ruckelt oder sonst was, ich habe eine schlechtere Leitung. Es kann tatsächlich sein, dass der Stream, ja, dass meine Leitung einfach den Stream nicht packt. Ich habe nämlich. Aber wenn dann ruckelt der Stream nur sehr leicht, also wenn irgendwer richtig starkes Ruckeln hat, einfach mal die Seite aktualisieren, aus Twitch ausloggen und wieder einloggen, das sind dann meist Twitch-Probleme. Oh, Jana Ei, Hallöchen. Ja, sie hat mich schon gefunden. Instanz 17. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt wurde er gefragt. Ist doch gestern, oder? Ich dachte, da wollte Ja, 17 ist richtig. ich muss doch verkaufen. Ich habe wieder gearbeitet. Ich habe davon ganz viele Roben und Armschienen und Hosen. Und Julia hat dann? wieder gelevelt.
Also Berufe gelevelt. Und ich trinke auch, ist auch angelegt. Brauche ich eh nicht. Ja, da hast du da aber auch noch zwei, genau. Ja, hier ist, wenn Instanz 17 nicht voll ist, wir müssen sowieso erstmal klären, wer mitspielt. Also, ja. Everyday New Tastatur, er hat sich ja schon extra hochgelevelt. Und wollte schon letztes Mal war er nicht da. Und wollte schon letztes Mal war er nicht da. Hat Amras Geld für das Spiel ausgegeben. Nö, ist ja free to play. Das einzige Geld, was wir ausgeben oder ausgegeben haben, ist für neue Charakterslots. Ja. Und um die Albtraum-Schatzladen zu öffnen. Ja. Um uns Schlüssel zu kaufen. Ansonsten geben wir kein Geld aus, aber das bin ich gerne bereit auszugeben, um die Entwickler eben dahingehend zu unterstützen. Weil man kann es theoretisch spielen, ohne dafür auch nur einen Cent zu bezahlen. Und hat keinerlei Nachteile, wie ich finde. Keinerlei Gravierung. Wir haben aber das Start, eins der Starterpacks, das 60 Euro? Das mittlere, ja. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Wächter von Neverwinter oder so. Ja, Wächter. Jedenfalls haben wir halt auch den Gründerstart und so. Ja. Aber das haben wir nicht gekauft und wir hätten es, also wir haben angefangen es zu spielen. Wir haben es geklaut! Da hatten wir es auch noch nicht und ja, wir hätten es auch gespielt ohne dieses Paket. Wir haben es erst im Nachhinein bekommen. Ja. So ist es. Hab ich die Tastatur drin? Ich weiß nicht, wir brauchen jetzt erstmal The Destroxy haben wir denn? Also wir brauchen erstmal von der Tastatur dein Handle im Spiel, also at whatever, um zu wissen, ob wir dich schon in der Freundesliste haben. Bist du Shaddor? Weil irgendwer müsste Shaddor sein aus dem Twitch-Chat, der mitmachen will. Das ist der einzige, den ich quasi in meiner Freundesliste noch nicht identifiziert habe. Bei allen anderen weiß ich so halbwegs, wer es ist, aber ich habe die Liste natürlich gerade vor ihm. Er hat einfach alles vergessen. Er ist Nanisha Ibnaka. Ja, das ist nicht den Spielnamen, sondern das dahinter. Ed. Den Hände. Wo los? Kenn ich gar nicht. Ich bin eine Sie, okay, die Tastatur ist eine Sie. Ed Girl Pirate. Gut, ich habe die Tastatur nicht. Kivala Ed Colorous. Okay, dann steht ihr jetzt alle bei Instanz 17 irgendwo bei Asla, irgendwo um Julia rum, um Asla nee, rum. Ich geh mal hoch zum Altar. Seid ihr schon auf Instanz 17? Alter. Welches Level braucht man, um mitzumachen? Prinzipiell im Moment so Level 21 bis 25. Ja, 22 bis 26 würde ich sagen, gerade um 23 bist. Ja, aber wenn sie zwei Level unter mir ist, ist es ja egal. Hauptsache, sie sind halt in der Story nicht zurück. Ja. So, also oh, Everyday New Tastatur steht am Altar. Ja. Geh, ich habe ihn schon gesehen. Geh mal da. Nanisha Ibnaka. Ja. Ja, den kannst du schon mal in die Gruppe holen. Schon wieder ein Magier. Ey, wieso spielt hier alle Magier-Leute? Wenn einer der Hauptleute, die überall dabei sind. Du brauchst gar nicht so zu drängeln. Für dich wird das heute wahrscheinlich nichts. Nee. Ja. Das, du hättest ihn auch einfach erstmal in die Gruppe holen können. Ich will aber erst mit ihr befreundet sein. Übrigens ist die Tastatur immer noch eine Frau. Ja, Entschuldigung, mit ihr. Es tut mir leid. So. Volks habe ich gerade auch schon gesehen. Volks ist mir doch entgegengekommen. Der stand doch da unten irgendwo. Und da ist Cypharm-LP. Ja. Cypharm-LP hatten wir aber auch noch nicht, oder? Cypharm-LP hatten wir auch noch nicht. Hatten wir auch noch nicht mit drinnen. Nee, aber wollte nicht The Real Fishy. Ist der da? Der hat sich nämlich beim letzten Mal auch schon erkundigt und durfte nicht mitmachen. Da ist Volks. Wusste ich doch, dass ich ihn gesehen habe. Was bist du denn? Wir warten jetzt noch mal ein paar Sekunden, ob The Real Fishy sich meldet. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht da ist. Sonst hätte er sich schon gemeldet. Er ist nicht da, schreibt Reeds. Ihr scheint euch ja alle zu kennen, sitzt ihr alle ja, in einem Raum. Oder er hat einfach unten an den Links geguckt. Achso, ja, natürlich, das kann man natürlich auch machen, ja. So. Kann ich mitmachen? Doch, ich wollte, kann ich mitmachen. Einmal kann ich mitmachen, reicht doch. Habe ich Seifang nicht gerade sogar schon eingeladen? Seifang ja, ist drin. Da rennt er doch schon drin. Ja, rum. Kann ich mitmachen? Du hattest da schon mal Einladung, Mensch. So, dann haben wir jetzt noch zwei Plätze frei. Ich würde den Volks mitnehmen, weil den kenne ich noch nicht mal. Der Volks hat sich noch gemeldet, dann nehmen wir den Volks noch mit. Das ist der Beste. Oh, ihr erlaubt mir, ich muss mir das mal bitte ganz kurz notieren. Hallo!
Zeugs, du stehst irgendwie in Kajala drin. So, jetzt habe ich dich mal erwischt. So. Bittet um den Segen eurer Götter. Gehst du mal bitte auf Namisha Nyaka? Musst du sie gleich einmal tun. Genau, ich muss mir das nämlich mal aufschreiben, weil ich führe ja Liste, wer nun schon dabei war, damit da nicht Leute benachteiligt werden, die noch nicht dabei waren und. Soll ja jeder eine faire Chance bekommen. Holobus, ich habe dich im Chat gesehen, ich würde es nur mal ganz kurz anmerken. Ja. So, die beiden haben wir. Willkommen beim Schreien der Götter. Oh, dann geht bitte nochmal Volks. Heißt der auch im Chat? Volkslol. Volkslol. Volks. Ed. Felst 27. Felst. Safer mein PS erst Stufe 20 und hat schon alle Quests, die wir auch haben. Dann ist er zügig unterwegs. Aber Stufe 20 muss es eigentlich noch geben, oder? Ich meine, ja. die meiste Erfahrung bekommt man ja eh durch die Questaufgaben. So, jetzt haben wir die Wahl zwischen Colorus und Fable. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Willkommen beim Seid ihr beide auf meiner Instanz? Colorus und Fable, kommt mal exakt zu mir und alle anderen bleiben mal bitte weg. Ich will euch mal angucken. Funktioniert doch eh nicht. Nee, funktioniert überhaupt nicht. Funktioniert doch eh nicht. Funktioniert doch eh nicht. Während sich die beiden bei Julia einfinden, kann ich ja nochmal sagen, dass... Ich schätze mal, Kevala ist Kronobus, kann das sein? Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, da muss man sich im Chat melden. Halt mich halt die ganze Zeit. Und Fabi könnte Fable sein? Ich weiß es nicht. Würde ich jetzt einfach mal wegen der Namen vermuten. Wer halt einen Zweihandkämpfer, haben wir noch nicht mit drin. Kann aber auch nächstes Mal, bin in der Story schon ein bisschen weiter. Okay, du bist aber der Fabi Battleheart, lieber Fable. Oder das heißt sogar Fabi, das ist schon ein großes Lieb, oder? Ja, das könnte sein. Er war schon dabei, wird mir gerade mit 50 Ausrufezeichen gesagt. Willkommen beim Schreien der Götter. War er schon dabei? Jo. Geh mal, was hat er denn für... Er hat Jo gesagt. Ach so. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich der einzige Zweihandkämpfer, den wir mal dabei hatten. Weil ignoriert darfst du nicht gucken. Oh, wieso? Oh, ich wollte eigentlich auf Freunde klicken. Hab mich gerade gewundert, warum die Liste so komisch aussieht. Also ich hab auf jeden Fall alle in der Freundesliste, die wir bis jetzt dabei hatten. Da kann ich mich an ihn nicht erinnern. Willkommen beim Schreien der Götter. Ich weiß gerade seinen Handel nicht. Nee, der war noch nicht dabei, das wüsste ich. Den Namen. Er hat aber Jo gesagt. Nein, nee, er hat Jo auf eine Frage von mir geantwortet. Ach also. So. Nee, Fabi war noch nicht dabei. Und Kevala schätze ich einfach mal, ich weiß nicht, aber sie hat mich die ganze Zeit geheilt, deswegen schätze ich mal, ist sie dann Polorus. Hat auch Ja gesagt, irgendwann mal. Vielleicht war das so meine Frage. Ich würde jetzt aber eigentlich ganz gerne lieber den Fabi mitnehmen, weil wir dann keine Klasse doppelt haben. Und dann. Polorus, nee, Kevala, also wenn du Kevala bist, oder Polorus, nee, Polorus, dann würden wir dich das nächste Mal kriegen. Weil wir haben ja jetzt schon einen Kleriker, ich weiß gar nicht mehr. Hier, Colorus. Genau. Ach, mein Nightbot, guck mal, er funktioniert. Der Nightbot ist mein neuer bester Freund im Twitch-Chat. Den habe ich adoptiert, der ist voll nett. Der schmeißt alle raus, die Scheiße bauen. Und die spammen und die was weiß ich alles machen. Ja, Reeds macht sich gerade unbeliebt beim Nightbot. Man sollte sich beim Nightbot nicht unbeliebt machen. So, Colorus und The Destroxy. Hier hatten wir The Destroxy schon. Ich schreibe mir die jetzt mal auf, die hier noch Bedarf angemeldet haben. So, und ich lade Kevala. Ich krieg das immer nicht mit, ob der das nur ist. Er schreibt doch unten nichts. Kevala, auf jeden Fall hat er... Doch, das ist auf jeden Fall einer. Ich füge sie oder ihn mal als Freund hinzu, dass wir doch Polorus da steht, im Handel steht. Ist gut. Jetzt Kevala oder was? Polorus, hast du nächstes Mal Zeit? Nee, hat er nicht. Oder sie. Das ist natürlich doof. Ja, aber ich habe die Leute ja auf der Liste, dann ist er halt beim übernächsten Mal dabei. Ich hoffe, die Sache ist halt, je weiter wir fortschreiten, umso schwieriger ist es für die Leute wahrscheinlich nachzuleveln. Das ist immer die Sache. Ja.
Das hält mich auch im Kopf. Aber es ist halt eigentlich immer ganz nice, eine gemischte Gruppe zu haben. Finde ich jedenfalls persönlich, weil ja, dann zeigt man auch die Klasse mal. Wir haben jetzt erst, ganz beim ersten Mal hatten wir nur einen Zweihänder dabei, jetzt haben wir halt nochmal einen Zweihänder. Das ist halt eigentlich ganz nett. Finde ich auch. Haben wir jetzt die Gruppe, haben wir zusammen? Wir haben jetzt 5 Beispiele. Okay, bevor wir jetzt loslegen, zeigen wir euch nochmal kurz das Neverwinter-Bild. Julia schickt allen Gruppenmitgliedern die Daten für den TS-Server. Stimmt. Dass ihr, die Lust haben, kommen auf den TS-Server, dann können wir hier zusammen quatschen. Wenn ihr keine Lust habt, ist es auch nicht schlimm, wenn ihr nicht auf den TS-Server kommt. Das ist völlig egal. Wie gesagt, kann aber passieren, dass wir das mit dem TS heute nicht durchziehen können, weil wir, wie gesagt, den Sound über die Boxen laufen haben müssen, weil wir für Kopfhörer zu weit auseinandersetzen. Aber wir hören ja jetzt von keinem, dass es irgendwie bekoppelt. Ja gut, aber die Stimmen von den Leuten müssen wir ja schon ein bisschen lauter haben, damit wir sie auch selbst verstehen. Das kriegen wir. Wie ist eigentlich der Ingame-Sound bei euch? Nur mal so eine kleine Frage. Hab keinen Mic. Okay, dann schon mal ohne die Tastatur. Wie wär's mal mit Everyday a New Mic? Ja, genau. Das wäre doch cool. Besser als dreimal Drill und sag ich als Drill. Trickster? Wahrscheinlich. Ja, Trickster, ja, natürlich. Genau. Besser als Irre. Okay, sehr schön. Der Seifer hat einen Mic. Ja, LP im Namen könnte man darauf schließen, dass du vielleicht einen Mic hast. Okay, jetzt muss ich gleich nochmal wieder klarkommen. Was machst du denn in den Chat? Warum minimierst du den Chat? Ja, weiß ich auch noch nicht. Das untere, das obere. Das obere. Das untere, das obere. Wow. Ich muss eigentlich. Dann. Habe ich doch schon geöffnet. Wieso hast du das schon geöffnet? Weil das die ganze Zeit geöffnet war. Weil ich dir da was Neues reingeschrieben habe. Und deswegen habe ich nämlich auch das Dings klein gemacht. Ja, du musst da. Ich brauche den. Ja, Entschuldigung. Ja, das hätte ich ja jetzt mal schnell machen können und dann. Wir gucken doch auch sonst ewig nicht auf den Chat. Ja, jetzt spielt aber nur einer. Hallo, Fuddel! Ja, Fuddel war ja schon recht früher. Hat aber jetzt erst Hey alle gesagt. Kann ich mich klar. Bevor, wenn Julia hier sich und den Leuten, du musst erstmal noch den Broadcaster öffnen und den Leuten nochmal das Bild geben, damit nicht jeder die TS-Daten hat. Aber ich habe doch das Bild schon umgeswitcht. Geh mal auf den Broadcaster. Hast du das schon gemacht? Ja. Hat sie schon gemacht? Entschuldigung, ich kann nicht alles mitkriegen. Manu, ich dachte, ich mache hier alles richtig und denke an alles und dann musst du es anders machen. Warum? So, also wie gesagt, Julia schickt der Gruppe jetzt die TS-Daten und ich kann ja mal was erzählen, ob wir, ich sag's jetzt mal so, ob wir nächste Woche Stream machen, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Es kommt ganz stark aufs Wetter an, weil die Wohnung hier bei Julia wird im Sommer einfach knalleheiß. Wir haben jetzt zwar einen kleinen Ventilator stehen, der tut's auch. Heute zumindest. Ändern? Nein, nur das obere ist, das ist alles dasselbe. Das musst du denen schicken. Das unten ist nur für dich. Okay. Aber da gibt es zu gegebener Zeit noch ein Infovideo. Und wenn wir nächste Woche einen Stream machen, machen wir das nicht mit Ogryn alles nochmal, sondern ich werde das Offscreen mit Ogryn nachspielen, soweit wie wir heute kommen. Und dann spielen wir beim nächsten Mal, weil ich nächsten Dienstag immer noch hier bei Julia bin, spielen wir das nächste Mal mit Ogryn und Julia spielt das dann offscreen mit Aslan nach, sodass wir da nicht zweimal dasselbe machen. Das könnte dann für einige ein bisschen langweilig sein. Ich habe das jetzt einfach allen geschickt, weil ich mir nicht gemerkt habe, wer gesagt hat, dass er kein Mikro hat. Es war die Tastatur, aber ich weiß nicht mehr, welcher von euch die Tastatur war. Der Girl Pirate. Also habe ich das euch jetzt eingeschickt. Außer dem Girl Pirate, hast du richtig gemacht. Ah ne, Nanisha Inaga. Ich habe es doch allen vielen geschickt. Ja, sie hat keine. Das Problem ist, sobald wir jetzt das Bild wieder anmachen, sieht jeder, was du da unten geschrieben hast im Chat. Willkommen beim Schrein der Götter. Tja, dann heute ohne Bild. Wir spielen heute ohne Bild. So. Schreibt mal alle ganz viel in den Gruppenchat. Ihr vier. Wie reicht es nicht, wenn wir zusammen das Gebiet wechseln? An die Blackdagger-Ruinen? Ja. Kommt, wir gehen jetzt mal mit die Blackdagger-Ruinen. Die anderen können uns aber nicht zugucken, weil gerade noch alle die Serverdaten unten im Chat stehen. Und dann nochmal zum Thema Gilde.
es können immer noch Leute beitreten, die Lust haben. Man tritt der Gilde immer nur mit einem Charakter bei. Wenn Leute noch andere Charaktere haben, auf Dragon wohlgemerkt, mit der sie zur Gilde beitreten möchten, können sie das gerne machen. Und es wäre gut, wenn sich vielleicht so 2-3 Leute finden, die auf Dragon auch schon Level 60 Charaktere haben, weil Julia und ich mittlerweile auch unseren ersten Level 60 Charakter haben, dass man mal ein paar epische Gewölbe zusammen angehen kann. Das wäre ziemlich nice. Ich will es voll spammen, aber es steht nicht da. Wenn nein, ist egal, lass, mach einfach. Ist aber andere Leute haben Haarenschnitt. Ja. Da schreibt noch ein paar Mal H oder Q oder O. Genau. 4-mal noch, bitte. Und ja, also wenn ein paar Leute noch Level 60 Charaktere haben. Ja, da braucht es keinen Plan. Dann dürfen sie da gerne der Gilde beitreten. Die Gilde heißt übrigens die Grauen Wächter. Wächter mit AE. Mit AE vor allem, mit AE. Müsste man eigentlich, wenn man eine Gilde sucht, finden. Und schickt eine Einladung rum, wenn ihr dabei sein wollt. Und dann entweder Julia oder ich lassen euch dann in die Gilde rein. Ich hab das selber voll gespammt. So, da haben wir wieder Bild. Wenn ich schon nicht mit darf, dann ladet mich da wenigstens ein. Wohin denn? Talon, 60er Schurke, kann aber wohl erst, falls die Server zusammengelegt werden. Also die Server sollen ganz sicher Ende August, also nicht Ende August, aber sie sollen ganz sicher zusammengelegt werden. Es wird vermutet, dass das Ende August passiert. Ach, die Gilde meint er wohl. Hat Julia gerade gemacht, ja. Und wie gesagt, alle, die schon dabei sind und noch andere Charaktere haben, mit denen sie vielleicht dabei sein möchten, können auch gerne mit den anderen Charakteren noch eine Einladung rumschicken. Weil wie gesagt, wir hätten gerne ein paar Leute mit Level 60 auf Dragon, um da mal ein paar epische Gewölbe angehen zu können. Yep. Und ansonsten müssen wir uns mal Gedanken machen, ob wir vielleicht alle 2 Wochen mal so einen kleinen Gilden-Event irgendwie starten, dass man mal zusammen was zockt. Muss man halt sehen. Hallo Kivala. So, auf geht das. Achso, du musst auch mal den TS... die Leute vielleicht schon im TS sind. Stimmt, haben wir den schon offen? Da siehst du mal, auf was man alles achten muss. Ja, ist unmöglich. Ja. Aber der TS ist natürlich wieder klein. Ich hasse es, dass der TS immer klein ist. Und hier unten in der Leiste drin ist. Super nervig. Doppelklick. Super nervig. Lass ihn da, wo er ist. Lass ihn da, wo er ist. Und öffne alles andere, bitte. Den muss ich da reinziehen, ne? Ja. User was moved to your channel. Okay. Hallo, Fabi. Guten Tag. Das, sehr schön, man hört dich. Das und das. So, und ich habe Echos. Ich muss mal da fehlt noch was. Ausmachen. Das kann sein, dass das Echo von uns ist. Ja, probier mal, ob du immer noch Echo hast, wenn du es bei dir ausmachst. Ansonsten ist das Echo von uns. Dann können wir leider nicht Spiel machen. Ich höre keins mehr. Du hast jetzt keins mehr. Das wäre prima. Also ein ganz leichtes ist aber verkraftbar. Okay, habt ihr im Stream irgendwie Echo? Schreibt euch mal, du musst noch das andere öffnen. Chrome, wo ich den Stream kontrolliere, ob der läuft. Zu viele Fenster. Ja. Nee, das andere Chrome. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ja. Deswegen habe ich ja gesagt, lass das, was ist. Yay! Okay, und Chrome wieder drüber. Jawoll, läuft doch. Gott, sonst macht er das immer alles und jetzt sitze ja, ich hier an der Tastatur. Ja, voll essen. Jetzt sieht Julia mal, was man hier so alles beachten muss. Ich habe immer 8 Milliarden Kontrollbildschirme offen. Der Broadcaster, ob alles läuft, dann den Stream-Client, ob alles läuft, um zu wissen, wie viele Leute dabei sind. Teamspeak offen, den Twitch-Chat offen, um da ab und zu mal reinzukommen. Alles Mögliche. Okay, außer Fabi ist jetzt aber noch niemand im TS, sehe ich das richtig? Ja gut, das ist, also 2 würden theoretisch noch fehlen. Bitte? Trauen sie alle nicht. Achso. Trauen sie alle nicht, nö. Offensichtlich nicht. Die hören ihn jetzt natürlich recht leise, ne? Die hören ihn... Ich
Hier. Ja, wir hören euch relativ leise, weil wir die unseren Sound relativ leise gestellt haben. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wenn die anderen keine Lust haben, dann geht es jetzt einfach mal trotzdem los mit den Anweisungen bergen für die gute Xaliana. Genau. Wir brauchen noch die Befehle und die Ausrüstung. Wo also sind die TS-Daten? Ich weiß nicht, wo die sind. Die haben wir euch gerade in-game im Chat geschickt. Ja, die habe ich dir gerade per privater Nachricht geschickt. Ich würde mich schon trauen. Schade. Schade, schade, schade. Kann noch irgendjemand von euch Seifam LP die Daten nochmal zukommen lassen, bitte? Die TS-Daten? Ja, genau. Ich will es jetzt nicht machen, weil man es dann halt im Livestream sieht. Ja. Deswegen wäre das ganz nice. Ja, da musst du unten in den Chat reingucken. Das, ja, das ist dann nicht so. Das kann man aber nicht. Ich weiß nicht, ob man den Chat hochscrollen kann. Ich glaube nämlich nicht. Und da das jetzt alles weg ist. Aber Fabi, vielleicht kannst du ihm eine Nachricht schicken oder so. Oder einer von den anderen. Oder einer von den anderen. Ich kann meinen Chat komplett hochscrollen. Gut, Seifer am LP. Scrolle er seinen Chat hoch, da hat er die Daten. Von mir als PM. Das dauert ja wieder alles bei diesem Livestream vom Amras. Das ist eine Katastrophe. Ja, oder? F2 drücken und dann kannst du die Maus bewegen, ohne dass du deinen Charakter bewegst. Und dann links unten Chat und dann mal hochscrollen und da hat Julia die Daten gepostet. Ja. Müsste so eine komische lila Farbe haben, so rosa lila. Ja, das kommt drauf an, wie das jeder für sich eingestellt hat. Standardmäßig da ist das so. Da er noch lila. Nicht mal in seinen Chat reingeguckt ist hat, das nicht weiß, ist das ein standardmäßiges lila. Gehe ich mal davon aus, dass er das noch nicht geschaut hat. Genau. Ich krieg keine Luft vom Ventilator ab, das stört mich. Ich zocke hier auch, ja. Ich mache hier heute die ganze Arbeit. Ja, und ich lehne mich hier. Ich sitze hier übrigens in so einem endgeilen Anglerstuhl. Ich habe auch noch eine Flasche Bier im Kühlschrank, die hole ich mir gleich. Die passt nämlich hier genau in diese Aussparung rein. Da passt auch dein Glas rein, pass auf. Das wird. Ja. Ja? So, nice. So, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt und ich guck mir jetzt den Stream an. Nein, ich bin das blaue Pferd, weil das, ich bin ein Mensch. Ja. Und diese lila Schildaura haben nur Tieflinge, die Magier sind, anscheinend. Der Breeds behauptet. Macht ja Sinn, weil der schon wieder Tiefling ist. Der Breeds ist übrigens auch gar nicht mehr da, der ist auch im Spiel offline gegangen. Ich glaube, der mag uns nicht mehr, weil wir ihn nicht mit ins Spiel nehmen. Entweder das oder er mag den Nightbot nicht, weil er ihn mal kurz getimeoutet hat. Vorhin. Aber danach hat er noch was geschrieben. Ja, dann hat er ihm nur einen Timeout angedroht. Luftzufächel, danke! Das macht der heute neu gekaufte Ventilator. Ach, der Fuddel fängt schon mit seinen Chromosomen an. Ja. Ich spiele trotzdem Y, weil der Vogel einfach cooler ist als das Ding. Hirsch. Er macht nur einen anderen Charakter hoch. Also. Wie lange geht der Livestream? So bis 21 Uhr, denke ich. Da uns heute die Hitze nicht gar so zu schaffen macht, wie das letzte Woche der Fall war, ja, halten wir heute bis 21 Uhr, denke ich mal, durch. Das ist eigentlich so, hat sich als Standard eingependelt von 18 bis 21 Uhr. 3 Stunden ist ganz okay. Der Amras hat wieder voraufgenommen. Der Amras nimmt immer vor auf. Obwohl er jetzt alles und so hier auch bei mir machen könnte, weil ich jetzt hier auch voll ausgestattet bin. Was wir heute wieder gesehen haben. Ach ja, Livestream machen wir, weil Julia wird schon alles klappen. Ich habe mir hier 1,5 Stunden ein abgerackert, dass hier überhaupt alles läuft. Ja, hallo? Ich habe mich auch abgerackert nebenbei. So, wenn jetzt hier keiner mehr... Ich kapiere das nicht, ist aber auch egal. Ach, Seifam. Hallo, leuchtende Pferde. Hallo, lieber Prudencia. Hallo, Jonas. Der Lynn macht sich wieder über Frisuren lustig. Ja, muss er gerade sagen. Deine Frisur ist ja auch nicht so hübsch. Aber Undercut geht auch gar nicht. Stimmt schon. Undercut bei einem bösartigen Magier ist schon cool. Mit der Peitsche in der Hand und im Anglerstuhl. Nee, Peitsche hat er nicht. Wenn dann hätte ich die Peitsche. Wie hat Friedrich Nietzsche schon gesagt, wenn du zum Weibe gehst, vergiss die Peitsche nicht. Du hast da was vergessen. Was denn? Die Peitsche. Die Peitsche habe ich im Koffer. Ach so. So, jetzt macht hier mal los. Wir wollen hier nicht sülzen. Okay. Wenn hier keiner mehr in den TS kommt, dann reden wir mit dem Fabi alleine. Der redet aber auch nicht mit uns. Ja. Undercut. Sehr schön. Okay, wird mir gefolgt. Wir haben den Klappstuhl ausgegraben. Schönes Money to, yay.
Mini-Mim. Ja, ist wirklich Mini. Oh, süß, mit der einzigen Mini. Ja. Ich reite sie einfach mal zu den Befehlen oder so. Oh, ich hoffe, dass es bei euch nicht ruckelt oder so. Weil ich habe nur eine 16.000. Du solltest vielleicht nicht reiten, weil die anderen kein Pferd haben. Hä? Wieso? Die sind doch schon an Stufe 20. Ja, aber die haben vielleicht nicht so ein schnelles Pferd wie du. Oh, stimmt. Okay, wir also, steigen ab. Und alle vom Pferd, es wird gelaufen. Irgendwie habe ich das verpeilt. Wer ist verpeilt? Er hat kein Pferd. Ich habe gar kein Gaul, ich habe das irgendwie verpeilt. Ja gut, man braucht 5 Gold dafür. Ich weiß nicht, ob du schon 5 Gold hast. Ist egal, es ist sowieso cooler, wenn wir laufen. Ja. Jetzt erstmal drauf auf die Leute. Ach, sehr schön. Haben wir jetzt einen Beschützenden? Ja, wir haben einen Beschützenden, einen Zweihänder, einen Kleriker und keinen Trickser. Wir haben nämlich 2 Marke. Ja. Das ist doch eine ganz ausgewogene Gruppe. Ja. Mal eine Frage an alle, die schon was weiter in Neverwinter sind. Ist es auf höheren Leveln schwer, wenn man alleine spielt? Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe das Endgame bisher nur mit Julia zusammen gemacht. Ich möchte es aber auch nicht alleine machen. Und als Kleriker, der sowieso nicht gar so einen hohen Schadensoutput hat, beziehungsweise nicht gar so angriffsstarke Attacken hat, wo du ruckelst, extrem. Nee, aber ich springe ab und zu zurück und so. Na, das liegt am Server. Okay, ja, aber also, das Endgame, ich sag mal, die letzten 3 Gebiete. Die letzten 3-4 Gebiete stelle ich mir schon alleine ziemlich knüppelhart vor. Knüppelhart im Sinne von Trankkonsum wie Sau. Julia und ich haben das zusammen durchgespielt als Trickser-Schurke und Kleriker. Julia als Schurke, ich als Kleriker. Oder als Klerikerin. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, nachdem wir uns eingespielt hatten. Ja. Ich mich nur aufs Heilen konzentriert habe. Aber alleine ist das, glaube ich, schon ziemlich hart. Ich bin nicht gerade ein Pro-Gamer und ich würde es mir nicht zutrauen. Jana, einer, gut, ich wäre halt Trickser. Ja. Ich glaube, mit einem Trickser, oh ja, es stockt manchmal sehr, sehr heftig. Mit einem Trickser ist es vielleicht nicht gar so schwer wie mit einem Kleriker oder mit einem Magier, weil er halt einen super hohen Schadensoutput hat. Der Magier auch, aber der Magier hält halt noch weniger aus als der Schurke. Ja. Ja, genau. Da hinten sind die Befehle. Zu denen joggen wir jetzt mal. Ist Proig Latein für Prolig, Fuddel? Muss man ja im ärztlichen Höhen verbiegen. Julia, deine Frisur erinnert mich an ein Bösewicht aus The Fifth Element. Ja, das stimmt. Ja. Da gab es einen, der auch so nette Haare hatte, wie die Asla. Ja. So, da fehlt nur noch Xalianas Ausdruck. Ich weiß, wie sie ist, ich weiß, wie sie ist. Ach, guck doch mal, wie spät ich gerade das Geld eingesammelt habe. Voll übel. Oh Gott. Ja, meine Leitung ist nicht so super für Livestream. Ja. Proig, Adjektiv gleich zum Probehörig. Ah. Ein Schatztruhe. Schon die zweite heute. Ach, die andere in dem Gang habt ihr auch schon. Ich gucke ja. Im Moment eigentlich zu 75% auf den Chat. Ja, wie immer. Ja, wie immer. Wenn ich spiele, dann guckst du nur auf den Chat. Ja. Dann wird auch überhaupt nicht mehr über das Spiel gesprochen. Nein. Wie bei Pokémon. Das ist aber doch auch. Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel mit den Leuten. Ja, das ist aber doch viel schöner, mit den Leuten zu kommunizieren, als irgendwie das Spiel zu erklären. Ja, bei Neverwinter ist es ja jetzt auch nicht mehr so nötig, aber bei Pokémon hätte ich schon ganz gerne noch ab und zu noch was erklärt. Wer weiß denn bitte nicht, wie Pokémon funktioniert? Meine Mutter und die hatten sich angeguckt. Oh, Entschuldigung, muss ich mich entschuldigen. Muss ich mich entschuldigen, wenn wir viel fahren, Alter? Ja, musst du machen. Muss ich krass sagen, tut mir voll leid. Hab ich nicht gewusst, sie dass gesagt, du nicht das weißt, was mit Leuten. Ich hätte auch sie eigentlich immer interessanter. Ich verstehe nicht. Oh, ja, wir. Ich kann nicht lauter stellen, weil dann hören alle anderen uns durch. Wir können ja mal ein bisschen hochdrehen. So lange, bis alle eine Doppelung hören. So sage er bitte kurz etwas. Bitte etwas. Ja, das ist schon besser. Das ist schon besser. Und wie immer hoffen wir, dass ihr das nicht hört. Ich kann es mir eigentlich nur schwerlich vorstellen, dass ihr eine Doppelung im Stream habt.
weil die doch eher hinter dem Mikro stehen, die Boxen, deswegen... Ich habe mir Mühe gegeben, sie auch noch ein bisschen nach hinter zu schieben. Habt ihr jetzt eigentlich alle alles eingesammelt und jetzt im Questlog stehen, dass ihr zu Xaliana zurückkehren sollt? Weil ansonsten habt ihr da was vergessen beim Rumlaufen und Gegner töten. Ja. Und der Fabi scheint auch keinen Bock zu haben auf TS. Das ist ja doch sicher, klar. Ach so, doch. Ich bin ein bisschen im Queststand weiter, also ich kann mir die Quests nicht mal mehr angucken. Aber ist das, nicht so, wenn man Quests schon erledigt hat und mit jemandem spielt, der sie noch nicht erledigt hat, dass man sie nochmal annehmen muss und machen kann und auch Erfahrung dazu bekommt? Ich weiß nicht, bei welchen das so ist. Bei manchen ist das so. So war es doch bei uns jetzt. Ja, aber auch nur, weil wir da in den Dungeon, glaube ich, rein müssen. Hey, greif mich nicht an, wir lesen und schreiben. Ich habe keine Quests gekriegt, ich habe nachgeguckt. Okay. Ja, nee, das wäre dir auch dick eingeblendet worden. Ja. Sollte ich mir Sorgen machen, wenn die alle woanders langlaufen? Ich folge Studienquestpfad. Ich muss schon zweimal zu Xaliana. Oh, Xaliana ist auch so ein Kackname. Zurückkehren. Hi. Stuttgreite. Ja, aber wenn es nicht schlimmer wird, dann geht's. Geld! Ich spiele dich immer das Geld einsammeln, das ist total super. Ich stehe daneben, 2 Sekunden später, pling. Ich bin das nicht gewohnt. Amy Farrah Fowler ist die Freundin von Sheldon. Das weiß man doch. Ja, das weiß sogar ich. Oh. Ja, wir haben schon ein paar Mikroruckler drin, muss man sagen. Aber alles noch spielbar. Ja, solange es für die Leute auch guckbar ist, ist das kein Problem. Sagt mal, wie wichtig ist Gold später im Spiel? Ich würde sagen, wenn man alleine spielt... Ich erzähle gleich weiter. Erzähl jetzt. Wenn man alleine spielt, würde ich sagen, sehr wichtig, weil man wahrscheinlich viel Geld für Tränke brauchen wird. Danke, Breeds, wie viel Intelligenz du mir zutraust. Erzähl weiter. Ja. Das wollte ich eigentlich sagen. Also, wenn man zu zweit spielt oder wie Julia und ich, wir haben jetzt am Ende des Spiels, glaube ich, über 50 Gold, weil wir halt nicht viel Heiltränke gebraucht haben, weil ich halt eine Klerikerin gespielt habe. Insofern ist nicht so wichtig. Man kann sich auf Stufe 30, 40, 50 im Markt ganz gute Ausrüstungsgegenstände kaufen. Muss man aber nicht. Ich bin eigentlich muss man aber nicht. Habe ich aber im letzten Stream gesagt. Da man das Gold übrig hat, warum soll man sich da auf den Stufen nicht das Beste gönnen, was für Gold zu kaufen ist? So, ich klicke jetzt mal die Quest weiter durch. Genau. Anweisungen werden abgeschlossen. Ich werde meine Ausrüstung gleich das anlegen, hört man aber lasst uns erst diese Befehle lesen. Machen wir den Ingame-Sound gleich mal leiser im Spiel. Sie erzählt ihn nicht weiter. Ich finde das ganz cool, dann weiß ich, wann ich nicht reden darf. Naja gut, ich würde sagen, wir lassen das so, solange sich im Chat keiner beschwert, dass 1000 Echos da sind, lassen wir einfach alles, ja, wie es ist. Scheinbar ist Trevin in der Nähe, aber sein genaues Versteck ist nicht bekannt. Wir wissen aber, dass er seine Pläne über 4 Mittelleute voranschreibt. Wir müssen uns einen Plan überlegen, aber vorher ist es den Hafnern noch ein Bedürfnis, euch diese Belohnung zuteil werden zu lassen. Entschuldigung, ich habe meinen Kopf gerade vor dem Ventilator hin und her gedreht. Soll ich hier Stufe 2 stehen? Leicht schwitze, nee. Wieso schwitze eigentlich? Weil ich hier sitze und ungefähr 2 Stunden bevor wir angefangen haben, den Livestream zu starten, hat die Sonne angefangen dauerhaft zu scheinen. Den ganzen Tag war es bewölkt und sie ist nachmittags immer genau auf der Fensterseite von dem Zimmer, in dem wir sitzen. Es ist typisch. Ja, schön. Gut gemacht. Der Tod dieser Berger wird die Blackdagger-Banditen sicher beeinträchtigen. Außerdem dürfte er den armen Seeleuten, die von ihnen getötet wurden, etwas Ruhe verschafft haben. Nehmt dafür von den Hafnern diese Belohnung an. Ja, die Klerikerin-Gefährtin, die ist natürlich bis zu einer gewissen Stufe auch ganz gut, aber da man sie aktuell nur bis Stufe 15 leveln kann, wird sie euch im Endgame nach ein paar Hieben einfach ständig umkippen und euch nicht mehr heilen können. Deswegen ist die später... glaube ich, nicht mehr so nützlich. Ich habe selber die Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass die Gefährten, wenn man selber Stufe 45, 50 ist und sich dem Endgame entsprechend nähert, dass die schon regelmäßig aus den Latschen kippt bei größeren Gegnergruppen oder bei stärkeren Gegnergruppen. Weiter bitte. Wir haben Glück.
Marion Hexbane, eine der Anführerinnen der Black Dagger Banditen, hat ihr Lager in einer Höhle in der Nähe aufgeschlagen und kontrolliert von dort das Anlocken und Ausplündern der Schiffe. Schalten wir sie aus, setzt das den Schiffsunglücken ein Ende und wir könnten durch Hinweise anderen Anführern oder gar Traven Black Dagger selbst auf die Spur kommen. Was ist denn mit der besseren Heilerin gemeint, Talon? Meinst du diese Hafentussi, die man sich da jetzt durch Glück, die man durch Glück bekommen kann, indem man irgendwelche Kisten kauft? Die Harfner benötigen eure Hilfe. Gut, die Antwort sehen wir bestimmt gleich. Die Heilerin aus dem Buff-Magazin, ja, das ist die Tiefling-Klerikerin, aber ich nix Buff-Magazin, ich nix Heilerin. Die haben wir auch jetzt gesehen vor kurzem und ich habe mich erstmal gefragt, wo zum Teufel kriegt man eine Tiefling-Heilerin her? Die ist grün, die geht bis Level 20. Auch nur 5 Level höher, könnte im Endgame, hat dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Standhaftigkeit, könnte aber auch, naja, geht so. So, irgendeine Frage, welchen Gefährten würden wir empfehlen? Den Wolfen, mein Scherz. Kommt immer auf die Klasse an, die man spielt. Ich würde für einen Damage-Dealer à la Zweihänder oder Trickser-Schurke würde ich eigentlich immer die Klerikerin empfehlen. Gerade für einen Zweihandkämpfer. Alle, die vielleicht bei Gronkh das Let's Play gucken, die sehen das, wie vergleichsweise einfach er das jetzt hat, seitdem er die Klerikerin Heinz an seiner Seite hat. Meine Frage an alle, die mitspielen. Habt ihr jetzt alle die Quest, die Seehöhle? Schreibt es am besten im Spiel. Muss ich sehen. Oder sagt es mir, wenn ihr Fabi heißt. Ich hab sie nicht. Fabi ist ja schon weiter. Fabi ist ja schon questmäßig weiter, genau. Ja, als Kleriker ist der Waffenname mit Sicherheit ganz okay. Achso, er schreibt gerade ja. Also Seifan hat die Quest. Nanisha Ibnaka hat irgendwas geschrieben. Achso, ja. Die Harfner benötigen was sollte das erst heißen? Okay, Seifan, dann noch Fö. Wird das französisch ausgesprochen? Ich würde es französisch aussprechen. Nein, er hat sie nicht. Dann solltest du sie dir holen und nicht weglaufen. Wo will er da hin? Jetzt ist er beleidigt. Ja, Entschuldigung, Französisch, da kann er nicht jeder mit. Ja, ist schon schwierig. Ja, vielleicht hat er vergessen, irgendwas zu machen. Ja. Schreibt er irgendwas? Nee. Ich blick das mit dem Chat in Neverwinter nicht so. Du musst einfach nur F2 drücken, dann kannst du unten den Chat auswählen. Zeig's doch mal. Ja, also F2 drücken und reinklicken und was schreiben. Und wenn du Ansage schreibst, schreibst du das aber... Dann steht's über deinem Kopf. Dann steht's über deinem Kopf. Du kannst aber hier, geh mal hier drauf, genau. Du kannst hier auch den Kanal einstellen, in den du posten willst. Da kannst du ja, zum Beispiel nur in den Gildenchat oder nur in den Gruppenchat schreiben. Dann kann es auch tatsächlich nur die Gruppe lesen. So ja. Wie das... Nanisha Ibnaka macht. Genau. Also die... Wir können ja alle mal auf die Gruppe gehen, dann können wir das lesen, wäre vielleicht gar nicht schlecht. Genau. Also hier bei Kanal einstellen und dann auf Gruppe gehen. Ja. Durch das. Das könntet ihr alle mal tun. Ja, schön. Gern geschehen. Fö, hol das dafür. Was wofür? Keine Ahnung. Hat er vielleicht irgendwas vergessen einzusammeln? Die Ausrüstung oder so? Weil wir hatten ja im letzten Part... Nein. Wir hatten im letzten Part ja schon einen Teil von der Quest eingesammelt, die Ausrüstung. Vielleicht hat er die nicht. Ah, okay. Okay, das ist natürlich schlecht. Er kommt schon wieder. Okay. Ich hoffe, dass er die anderen beiden Sachen hat. Seifern hat es endlich kapiert, das ist schön. Das ist ganz lustig, wenn ich mich hier hinstelle, dann sehe ich das, wenn es über den Köpfen auftaucht. Ich habe eine... Wer ist denn Leland? Woher kenne ich den Vornamen Leland? Leland? Kleriker, unser Fürst angeschlagen. Nee, doch nicht. Warum nicht? Hat er dran? Also ich würde ihn Volks aussprechen. Wir sind in Deutschland. Hab's, sehr schön. Und nicht Phil. Ich hatte aber Französisch. So.
Okay, dann gehen wir jetzt in die Seehöhle, würde ich ja mal glatt behaupten. Ja, das klingt gut. Ja, finde ich auch. Ich ruckel, wie gesagt, ab und zu. Ich erwähne hier nochmal alle, die Lust haben, in die Gilde zu kommen, die dürfen das gerne tun. Genau. Da ist gerade jemand vorbeigeritten, der Mitglied in der Gilde war, glaube ich, bei uns. Ja. Da stand doch die grauen Wächter drunter. Ja. Das war Kolos. Ah ja. Leland Palmer war es nicht. Keine Ahnung, das fällt mir nicht ein. Leland kenne ich aus einer Serie, aber ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat. Ach genau, doch. Ich meine, glaube ich, sogar Leland Palmer aus Twin Peaks. Sowas lässt mir immer keine Ruhe, ey. Das ist krass. Ui, Nakano-Paket. Ach so, mit den Paketen handhaben wir es auch wie in den letzten Livestreams auch. Arcana ist für Magier, Gewölbe wird aufgehoben. Arcana ist für mich. Gewölbe wird aufgehoben für Beschützende und Zweihänder und so weiter und so fort. Nani kriegt natürlich das nächste Arcana-Paket. Ja, und die Klassen, die doppelt sind, die wechseln sich ab. Genau so. Magier ist ja irgendwie immer doppelt. Ja, irgendwie, so, komm, ne? Komm, meine Schäfchen. Irgendwie ist es ab und zu. Wir hatten bis jetzt einmal eine Gruppe mit allen. Ja. Das war im zweiten oder dritten Chat, wo. Ja, wo Jana Ai auch dabei war. Oder? Lieber Seifern, wir müssen sowieso warten. Jana Ai war ja das letzte Mal. Nee. Da hatten wir auch zwei Magier. Die war da davor. War jetzt auch dabei. Ja? Ja, als Kleriker. Ja, bin mir sicher. Wo wir das Gewölbe gemacht haben. Das einzige bis dato. Ja. Die Gruppe war lustig. Ja, die Gruppe war richtig gut. Das hat voll gefetzt. Ja. Wer war denn noch dabei? Weißen. Ich hab keine Ahnung. Es wird gekämpft. Ja. Aber sind ja alle schneller als ich. Ich brauche halt auch ewig, um in die Dungeons reinzukommen. Ja, Jana Ai bestätigt mich. Ich hab einen Pfeil. Ja, die Leitung ist halt ziemlich voll. Hier hinten ist ein Diebstahlpaket. Wir haben keinen Trickster dabei. Wer also ein Diebstahlpaket hat, soll es sich nehmen. Oder ein Diebstahl, ja, ein Diebstahl-Set. Okay, whatever. Wer es öffnen kann, öffnet es. Ja. Nanisha öffnet es. Nani? Ich soll sie Nani nennen. Nani? Muss ich auch dran denken. Wen sollst du Nani nennen? Na, Nanisha. Nanisha. Ja. Nani. Nani, Nani die Tastatur. Ist ein portugiesischer Fußballer. Übrigens. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Spielt bei Manchester United. Zumindest das ist mein aktueller Stand. Hier hinten ist irgendwas. Hier denke ich jedes Mal wieder, dass in der Ecke was ist. Aber hey, Amras, was ist deine Meinung zur Wii U? Fragt Lynn. Keine Ahnung, weil ich noch nie Wii U. Doch ich hab's irgendwo mal kurz angespielt in GameStop. Vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so begeistert, dass ich sage, ich kaufe mir eine. Wobei ich mir eigentlich eine kaufen könnte, weil. Meine Wii ist kaputt. Ja, du hast sie getötet. Ich habe meine Wii getötet. Leute, lasst die Finger vom Softmodding. Ich sag's euch. Fabi hat gerade was gesagt. Mal bitte eine Konsole töten. Ja, ich mag meinen Nightbot. Sorry, Lynn, aber keine Caps Lock. Jetzt hast du Fabi schon wieder reingequatscht. Er hat irgendwas gesagt von wegen, wie kann man eine Konsole töten und du hast ihn wieder reingelabert. Softmodding. Also ich töte solche Sachen immer mit dem Hammer. Ja, das wäre auch meine Methode. Davon verstehe ich was. Den hatte ich nicht da. Ich habe lieber das Softmodding genommen. Das ist ja voll die Lüge. Ich habe ja wohl sehr wohl einen Hammer hier. Der, ich war zu faul, ihn zu holen. Achso, ja. Der ist nämlich in einem übelst riesengroßen Werkzeugkoffer, den man in einer Frauenwohnung so null erwartet. Ich habe voll den geilen Werkzeugkoffer. Alter Schwede, eigentlich ein Werkzeugkoffer. Den hat mein Papa mir geschenkt. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Mein Papa ist nämlich ziemlich cool. Und deswegen habe ich halt auch voll den Männerkoffer. Aber hallo. Der meinte halt, ey, wenn du hier von mir einen Werkzeugkoffer bekommst, dann ist der auch, da ist da auch alles drin, was du brauchst. Ja, das Versprechen hält das Ding. Oh ja. Konsolen sind eh doof, das kann man doch so gar nicht sagen. Also ohne meine Handhelds wäre ich ganz schön oft schon sehr gelangweilt. Das ist ja wieder was anderes. Für mich ist ein Handheld eine Konsole. Dein Handheld ist ein Handheld, eine Konsole. Sehen wir natürlich schon das. Boss. Die gute Marion steht natürlich unten und wir treiben uns gerade hier oben auf dem Bogen. Ist aber immer so, wenn man oben über den Bogen läuft, kriegt man die Endboss links für Marion Hexbane. Religion, Seifarm.
So komme er her zum Paket. Er heilt erstmal auch alle. Zeitfahren. It's your turn. Ist ein Mensch? Oh nee, ein Waldelf. Ah nee. So, und jetzt gehen wir zu der guten Marion, die sich uns ja schon so aufgedrängt hat. Fragen, ich renne schon vor. Fuddel. Mein Vater meinte letztens, Christian, gib mir mal die Spitzzange. Ich gucke verständlich, was mein Vater holt, das sind dich. Ach, das Pieks Klemmding, sag das doch. Schön. Wer von denen ist denn eigentlich Amras und wer Julia? Na, die Frau ist meistens... Hä? Also der Amras, der spielt heute nicht mit, falls ihr das meint. Heute spielen nur ich als Magierin. Im Spiel ist heute nur Julia, ja. Weil wir nämlich bei mir sitzen. Und ja, deswegen nur einer spielen kann. Ein PC, also auch nur ein Mitspieler. So, jetzt bitte nicht alle schon rausrennen, weil hier ist noch eine Truhe und so. Und überhaupt, ist hier nicht noch irgendwas? Hier war ein Paket, hier war ein Liebespaket oder so. Ja, ja, Diebespaket ist hier in der Ecke. Ich habe immer noch keins. Kann sich einer holen, der möchte. Und da hinten ist noch eine Truhe. Naja, Konsolen weniger Leistung als PCs. Ja, aber dafür gibt es manche Spiele nur für Konsolen. Ja, es gibt Spiele, die konsolenexklusiv sind, aber wegen ein, zwei Spielen sich da extra eine 100 Euro teure Konsole zu holen, wenn man eh nicht viel damit spielt. Ich bin auch absolut der PC-Zocker, muss ich sagen. Ich hatte eine Wii, ich habe auch ein paar Wii-Spiele gezockt. Aber ich hätte auch ohne Wii leben können, ne? Wobei ich hätte wahrscheinlich Fire Emblem verpasst. Das wäre ärgerlich gewesen. Ohne meine Wii. Vielleicht hole ich mir auch einfach für die Wii mit Liebe bewegen. Tut's ja auch. Ja, ich mag Wii auch nicht so gerne. Ich habe lieber meinen Controller in der Hand, wenn ich schon Konsole zocke und nicht so ein komisches Ding, mit dem ich in der Luft rumwedeln muss und das irgendwie voll spannig ist und womit ich einfach nur sterbe. So, habt ihr alle die Truhe? Fabi läuft noch da hinten irgendwo rum. Fabi macht ja, schon... Ja, mein Questpfad will noch irgendwo anders hin, ich weiß noch nicht wohin. Du hast wahrscheinlich am Anfang die Notizen nicht eingesammelt, aber eigentlich musste ich die auch nicht einsammeln. Ja, da guck kurz nach, was ist. Es kann nur sein, dass der rumspinnt. Da neigen Questpfade manchmal zu in diesem Spiel. Was sagt denn dein Questauftrag? Das ist schon wieder eine von den anderen Quests. Die will mich nur wieder rausholen aus dem Dungeon. Ja, das ist auch manchmal so, dass die Quests umspringen. Entweder auf die am nächsten dran ist oder auf die man auch am einfachsten erledigen kann. Da bin ich noch nicht ganz hintergestiegen. Wer ist denn Dummkopf? Hä? Da stand gerade Dummkopf dabei und der ist in der Gruppe drin. Das ist mein Gefährte. Wieso wurde mir gerade dein Gefährte angezeigt? Weil er da oben jetzt kommt. Ja, aber wenn ich jetzt so drauf gehe, dann wird er mir ja auch nicht angezeigt. Übrigens cooler Sprung von dem Gefährten gerade. Ja, ist halt dem Fabi hinterher gesprungen. Sah ziemlich episch aus. Aber guck mal, so kann ich ja die Gefährten auch nicht anwählen. Aber wenn ich irgendwo in die Ferne gucke, dann wird er mir angezeigt. Sehr nice. So, kommt Herr Minnschäfchen. Schön. Ich bin halt voll die Mutti. Ich mache halt einfach Mutti. Ja. Ja, Emulator. Bin ich nicht so Freund von. Weil Emulator bedeutet meistens, dass man das Spiel gar nicht im Original hat und die Leute wieder verarscht, die das entwickelt haben. So, hey, wir haben jetzt... Die Dinger doch da, oder? Hm? Wie bitte? Sind die Dinger doch da? Ach so, naja, wenn man sich jetzt so die LPR anguckt, die benutzen ja meistens die Emulatoren, wie zum Beispiel Sushimaru, um eben das Spiel zeigen zu können, um weil es halt kompliziert ist, von der Konsole aufzunehmen. Vom Handheld. Oder vom Handheld, wie auch immer. Dafür kann man es auch nutzen. Aber ein Emulator ist ja jetzt nicht unbedingt beschiss. Wenn man das Spiel tatsächlich hat und einen Emulator nutzt, dann ist es ja eigentlich gar nicht mehr so illegal. Aber wenn man es natürlich... darf man es offiziell, ja. Ja, dann darf man es sogar, okay. Wenn das jeder so machen würde, wäre es ja auch okay. Aber wenn man halt einfach nur einen Emulator hat und dann die Spiele spielt und es sich nicht kauft und sich dann wundert, wenn die Firmen bankrott gehen, aber das Spiel war so toll, dann braucht man sich eigentlich auch nicht mehr wundern. Naja, ich spreche jetzt mal mit Xaliana.
Gut, dass es an diesem Strand noch frei war. Und gebe die Quest, die sehen wir. Vom Ende der, der Tod von Hexbane ist ein großer Erfolg. Aber ihre Aufzeichnungen und die gefundene Karte könnten sich sogar als noch wichtiger herausstellen. Beides sind wertvolle Hinweise bei der Suche nach den anderen Anführern der Black Dagger Banditen. Ich habe kurz den Tonmeister gestellt, damit die Leute das nicht doppelt hören. Hat sich garantiert keiner beschwert? Doch, von mir. So, und dann nehmen wir noch die Goldseeker-Suche an. Dann solltest du aber vielleicht aufzeichnen und leiser stellen. Weil sonst würden wir. Wie wichtig ist Craig Faultooth, dem Anführer der Banditengnolle war, Einfluss über einen Zwergenhändler namens Melkor Goldseeker zu erlangen? Begebt euch ins Gasthaus Kronenzacken zu Goldseeker und befragt ihn, was die Banditen mit ihm zu schaffen haben. So. Weil nämlich, wenn Quest vorgelesen wird, hat die keiner mehr zu quatschen. Ich versuche jetzt immer mal dran zu denken, wenn irgendwie Quest vorgelesen wird oder so. Mal kurz leise zu drehen, dass ihr das nicht doppelt hört. Ja, wir müssen jetzt Goldseeker gegenübertreten. Aber ich glaube, dafür müssen wir das andere Gericht, oder? Die Goldseeker steht vorne am Eingang. Ach genau, weil dann machen wir, glaube ich, erstmal die Höhle vom alten Len. Ja, das ist auch die letzte Quest in dem Gebiet noch. Genau. Und dann müssen wir auf die andere Seite rüber. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Höhle vom alten Len und holen seine Seekiste zurück. So machen wir's. Kannst du mal was trinken? Ja, Wasser. Mehr Wasser geht's. Mehr Wasser habe ich nicht. Habe ich gerade nicht da. Oh, wir haben ihn am Arsch. So, Wasser. Sie ist zwar halt, ja, jetzt besser. Ich vergesse ständig mein Schild wieder hochzuziehen. Apfelschorle für mich. Apfelschorle. Die Stimmen von den Ingame-Karas sind zu leise, sagt der Lynn. Wie macht man das? Man stellt sie Ingame lauter. Sprachlautstärke ist auf 100% gehen die lauter. Lynn weiß nicht, was Pflock ist. Muss man nicht kennen. Die muss man nicht kennen. Guck mal bei Fuddel rein. It's Let's Play. Dann weißt du, was Pflock ist. Will die wieder als allein töten? Wo sind die überhaupt alle hin? Oh, ein blauer Gegenstand. Leider nicht für dich. Laufen alle da oben rum? Mich auch nicht. Für eine Kleriker. Irgendwie sind alle weggelaufen. Nehmen wir die Schatztruhe, die hier steht. Bin ja, ich nehme die auch nochmal. Wenn die die alle nicht wollen, ich nehme die auch allein. Schatztruhe kann man nicht genug haben. Ja. Vor allem der Weg hier ist halt kürzer als außenrum. Alle gehen außenrum. Ich kann die Trostchen wieder nicht nehmen. Die Verbindung ist schon wieder zu lang sein. Jetzt sind wieder alle vorne. Das ist bei mir auch immer das Problem, haha. Deswegen bin ich als Zwerg immer so langsam. Boah, wie nervig. Mein Zwerg ist genauso langsam, also beschwer dich nicht. Okay. Na, du warst aber gerade ganz alleine, da konntest dir keiner wegschnappen. Also Block ist auf jeden Fall ein sehr nerviges Spiel, ja. Es ist auch echt ziemlich schwer, muss man zugeben. Ist ein altes SNES 2D Jump and Run. Mit Vögeln, oder? Nein. War das nicht mit so komischem Vogelzug? Nee, das ist das mit dem roten Viech, was Arme und Beine von sich werfen kann. So, sind alle da? Quasi als Waffen. Ich glaube, es sind alle da. Werden wir gleich sehen. Ob alle da sind. Ja, schön. Sonst können wir nämlich den Dungeon gar nicht betreten.
Da hast du recht. Aber es hat das fetzigste Intro-Block. Das ist ziemlich nice, das stimmt. Kommt eigentlich Luft vom Ventilator bei dir an? Es geht. Das ist schön. Minimal. Kommt bei dir was an? Nö. Aber ist nicht so schlimm. Ja, ein Rucksack. Liegt auch vielleicht daran, dass der Vorhang genau dahinter ist und er gar nicht so viel Luft bieten kann. Ja, du kannst ja den Vorhang jetzt mal wegmachen. Die Sonne ist ja weg. Die Sonne ist weg! Die Sonne ist ja. weg! Ja! Oh, trotzdem hell. Ja. Oh, guck mal, wie er sofort pustet. Ja, ne? Ja. Irre. Jetzt sehe ich zwar nichts mehr, aber was soll's. Ach, geht doch. Ja, ich laufe bloß in die falsche Richtung. Alle sind schon weg. Wartet wieder keiner auf mich. Alle töten schon Gegner. Da liegt schon Blut für mich. Ganz das wichtig für dich. Kettenrüstung des Schutzes. Da oben ist das ein Gewölbepaket. Gewölbepaket. Da wurde einfach dran vorbeigelaufen, von dem diese einsammeln können. Los, wer ist zuerst da? Zweihänder oder Beschützender? Wer ist der Erste? Okay. Der Zweihänder. Ja, ja, wer sprinten kann. Fabi hat auch den Vorteil, dass er uns im TS, glaube ich, ein bisschen früher hört als die Leute, die uns über den Stream hören. Und dass er sprinten kann. Oh, Phil, du kriegst das nächste. Du musst dich halt nur mal umgucken. Nicht mal bloß alles töten, ganz schnell und fix fix, sondern auch mal umgucken. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Ja, ja. Das muss ich jetzt wieder sehen. Ich als kleiner Nachzügler. Ich komme dann an und sehe es. Und beschenke euch. Quasi. Indirekt. Quasi. Verstehen Sie? So. Stimmt. Boah, wie spät es immer erst kommt. Das ist voll lustig. Oh, ist voll nervig. Ja, ich glaub's dir. 2 Stunden noch. Oh, ich bin's weiter. Ja, da muss ich schon den Hexer an. Hier ist, glaube ich, noch ein Religionspaket. Ja, und da kommt man mittlerweile sogar ran. Ja, das war früher verbuggt. Und man konnte machen, was man wollte, und man konnte es nicht anwählen. Ja. Hier ist eine Truhe, wo gleich genau Skelette spawnen. Meint ihr, es kommt ein Fire Emblem-Teil auf der Wii U raus? Ich habe nichts gehört, dass einer geplant wäre. Ich habe gehört, dass irgend so ein Hybrid aus Fire Emblem und irgendeinem Spiel, was nur in Japan rauskam, geplant ist für die Wii U. In welche Genre-Richtung das geht, weiß ich allerdings gerade auch nicht genau. So, ich warte mal, bis ihr alle die Tour genommen habt. Dann darf ich nämlich auch vielleicht irgendwann mal... Oh, ich glaube, jetzt haben wir alle. Yay, ich darf... Cool. So, gehen wir noch die anderen Skelette töten. Ich weiß gar nicht, ob sie hier waren oder in einer anderen Ecke. Hier ist auf jeden Fall ein Arcana-Paket für die Nami. Und tote Skelette. Genau. Und Arcana für die Nami. Nimm! So nimm! Will nicht. Aber ich habe schon das letzte gehabt. Jetzt nimm. Wieso bin ich dran? Egal, sie hat anscheinend das letzte genommen. Ich hab anscheinend verpasst. Sie hatte schon eins. Gut, dann nimm nicht. Ich nehme auch. So viel Franchises hat Nintendo. Ja, Nintendo reitet ja immer auf ihren Marken rum, wie Mario Kart und Super Smash Bros. Und Zelda. So, dann haben wir hier auch schon wieder alles. Questfahrt, der schön durch die Wand führt. 1, 2, 3, 4. Fehlt hier noch einer? Nö. Gut. Mit dir sind es 5. Naja, nee, ich hab mich immer mitgezählt. Ich hab einfach auch Namen übersehen. Ich freue mich schon, wenn die Server zusammengelegt werden und ihr Level 60 seid. Dann kann ich auch mitzocken. Yay! Wir haben ja sogar schon Level 60 Chancen, mit denen kannst du schon spielen. Wenn du auf Dragon wärst, kannst du mit mir spielen.
Ja, ja. Schreib doch mal, auf welchem Server du deinen Level 60 Charakter hast. Hurra. Da ist noch ein Naturpaket, das ich nicht holen konnte, weil meins war kaputt. Natürlich. Oh, der Seifarm ist vom Server geflogen. So, wartet auf ihn. Ja, wir gehen am besten einfach zum Len, da können wir uns auch besser treffen. Ah, auf Beholder, okay. Oh, da hat aber jemand gar nicht viele Dinge. Ja, wenn die Server zusammengelegt werden, dann bist du auf jeden Fall dabei. Und wie ich schon gesagt habe, Level 60er sind im Moment erwünscht, wegen epischen Gewölben und so. Dass man da mal was starten kann zusammen. So, Geld. So, dann gehen wir mal zum Bomben. Oh, außer ist der Seifarm wieder aufgetaucht? Nein. Seifarm sagt, okay, er ist auf einer anderen Instanz. Ja, deswegen. Wechsel einfach mal, sobald du kannst, zu uns rüber. Und, 17, ja. Nee, hier ist es nicht mehr die 17. Es war eine Enclave, die 17. Dann guck doch mal freundlicherweise nach. Auf die 9. 9. Ja, das hätte er ja gesehen, wenn 4 Leute aus der Gruppe. Ja, aber man kann es ihm doch sagen. Man muss da auch mal freundlich sein. Bitte. Wenn die Lage macht übrigens Luft. Ja, macht er. Prima. Am Rechner auch, aber nur warme nach außen. Scheiße. Sag mal, führt der Weg richtig? Soll ich ihn mal drehen lassen? Lass ihn mal drehen. Nee, ich krieg auch Luft. Ja? Ja, deswegen geht mein Haar auch so. Du nicht. Der zeigt doch direkt auf dich. Quatsch. Ah ja. So sehr still, wir lesen jetzt die Quest vor. Jawohl, ich bin still. Macht mir ja keine Probleme. Meine Kiste. Vielen Dank. In ihr sind die Briefe, die mir meine süße Rohini in meinen romantischen Jugendtagen geschrieben hat. Da kann ich ja jetzt auch so nicht reden, weil dann spoiler ich ja im Zweifel. Aber das ist doch dieselbe Kürzung, die ich bitte. Ich hab keine Ahnung. Darüber haben wir da sogar schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, können wir uns nachher mal unterhalten. Dann haben wir es bestimmt wieder vergessen. Ja, wie auch immer. Fragt sie mich hier irgendwas flüstern, damit ihr es nicht hört und ich höre es auch nicht. Ja, mit deiner Taubheit rechne ich immer nicht. Seifarm. Für den Fall, dass du vorne ist. Obwohl, nee, du musst ja auch die Quest im Land abgeben. Nee, wir warten hier im Land. Auf dich. Dream and Grey geht mir genauso. Ich mag auch Streams lieber, wenn weniger Leute dabei sind. Ich finde es auch anstrengend, wenn man eigentlich überhaupt nicht mitkommt beim Lesen oder so. Weil einfach so viele Leute ständig im Spam. Ja, der Dragon Age-Stream bei Honey war halt schon relativ voll. Das sind halt andere Dimensionen. Da sind keine 40 Leute dabei, da waren es immer um die 1000. Und wenn von den 1000 nur ein Zehntel im Chat ist, dann ist mit 100 Leuten im Chat schon die Hölle los. Ich finde das so eigentlich auch ganz angenehm. So kriegt man, selbst wenn man nur mal alle paar Minuten rüberschielt, immer mal was mit. Jetzt kommt die Sonne genau unter der dicken Wolkendecke. Das ist echt so komplett Wolkendecke. Und dann ist noch so ein schmaler Streifen blauer Himmel. Und da kommt jetzt die Sonne durch. Ich kann brechen. Ich komme mal ein bisschen rüber zu dir, sonst sehe ich denn nichts mehr. Dauert leider noch ein bisschen. Schreibt der Seifer. Ich sehe keine Sonne. Eigentlich müsstest du jetzt langsam die Instanz zu uns wechseln können. Der ist schon da. Auf der Instanz. Ach gut, der ist noch vorne am Lager. Ja. Ja, du musst aber die Quest beim Len auch abgeben, oder? Weil wenn nicht, dann schreib uns das mal, dann kommen wir zu dir. Muss der ja nicht doppelt laufen, weil genau. Zum Goldseeker müssen wir sowieso. Aber er steht da bloß. Jetzt. Ah, doch. Er läuft in die falsche Richtung. Nee, doch nicht. Doch, er läuft in die falsche Richtung. Hab ich. Also ab. Gut, dann laufen wir zu dir. Wieso hat er die Quest schon? Habt ihr sie abgegeben? Vielleicht hat er sie dann trotzdem auch als Gruppenmitglied abgegeben. Eigentlich nicht. Ihr habt jetzt beim Len ja alle. Muss er die selber abgeben? Ja, die muss er selber abgeben. Das ist eigentlich immer so. Vielleicht hat er sie auf einer anderen Instanz schon vorher abgegeben. Ja, das kann sein. Ja.
was er da abgegeben hat. Na egal, ich kann das ja auch später noch abgeben, die läuft ihm ja auch nicht weg. Also für den Fall, dass er sich jetzt verguckt hat oder so. Ja, auch kein Beinbruch. Der Föhr reitet. Da hat wohl jemand den Schuss nicht gehört. Ich glaube, es hackt. Gibt's noch mehr schöne, so schöne Sprüche? Ich glaube, dir brennt der Kittel. Ja, echt mal, Föhr. Ich nehme dir einfach vor. Unerhört. Ah, er hat sie auf der anderen Instanz abgegeben. Hat er gerade geschrieben. Nämlich. Cool. So, das seien wir wieder alle. Und jetzt müssen wir nämlich zum Goldseeker. Ja, ich glitsche ein bisschen. Hm. Meiner Meinung nach ist das Schöne an dem Stream, dass man irgendwie in Kontakt kommt. Ja. Ja. Genau. Es ist halt was Ähnliches wie ein Let's Play, nur eben, dass der Kontakt interaktiv da ist. Ja. Direktes Feedback. Niemals in Banditengebieten Handel treiben. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Es ist die Wahrheit. Was bin ich doch für ein Dummkopf. Jetzt haben die Banditen und der verrückte Knoll alles verdorben. Ich spiele hier mal ein bisschen am Vorhang rum. Falls ihr euch wundert, was hier für eine Randale ist. Und meine Nichte hat ein schreckliches Schicksal ereilt. Aber Moment, hört ich da? Ihr arbeitet mit den Hafnern zusammen. Vielleicht ist das die Rettung. So, ich nehme mal ein Stück zu dir rüber. Ey, guck dir die Wolken an. Die mobben mich einfach. So, ja. Die verschollene Karawane. Ich habe in einer meiner Minen in den Hügeln wertvolle antike Artefakte entdeckt. Und die Black Dagger Banditen haben davon mitbekommen. Sie waren nicht zu Verhandlungen bereit und beanspruchten alles für sich. Jetzt werden die geplünderten Wagen entlang der Straße verstreut und ich habe keinerlei Nachricht von meiner Nichte. Ja, er hat keinerlei Nachricht von seiner Nichte und sagt, weiterhin könnt ihr anhand der Geschäftsbücher der Wagen prüfen, ob sie zu meiner Karawane gehören und euch dann im Basislager nach meiner Nichte erkundigen. Das wollen wir natürlich tun. Und PPXP1OOO, wenn du den Moment nicht hast, dann würde ich dir, und du möchtest es spielen, dann würde ich dir empfehlen, auf deren Website zu gehen und es dir kostenlos runterzuladen und kostenlos zu spielen. Es kostet dich original und tatsächlich 0 Euro, wenn du nicht Geld dafür ausgeben möchtest. War der Satz richtig? Ich hoffe, ihr habt alle verstanden, was ich wollte. Hier oben war irgendein Paket, ich weiß es ganz genau, aber ich glaube, es war ihr für Legion. Ja, es war für Legion. Cypher. War es Cypher? Ja, es war sogar Cypher. Yay. Ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, Leute. Bitte, falls ich irgendwann mal irgendwen verwechsle, nehmt es mir nicht übel. Ich habe tatsächlich einen glitschenden Charakter und ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Ganz grauenvoll. Welche LPA schaust du am Hass? Alle. Am liebsten mich. Am liebsten mich. Nein, ich gucke. Ja, eigentlich größtenteils bei den Jungs von Gronkh.de, wenn ich Spiele gucke. Ansonsten gibt es ein paar, die nicht im Gronkh.de-Team sind, wo ich reinschnuppere. Bei Bernhard. Fantastisch, gucke ich ab und zu mal rein, wenn er denn mal was macht. Und bei der Daromia gucke ich ab und zu mal rein. Und ja, ist halt auch nicht die Zeit da, keine Ahnung, bei 20 verschiedenen Let's Player und Projekte zu gucken. Deswegen. Bei den Mädels von Gronkh.de schaue ich auch ab und zu mal rein. Bei der Trash und bei der Honey. Ich kann hier die Sonne, ich sehe nichts vom Bildschirm. Ich sehe mein Inventar, das reicht mir aktuell. Schön. Ich sehe aber auch nicht viel vom Bildschirm. Nein, das FELP von L3 gucke ich nicht.
So, ich räume gerade mal kurz mein Inventar auf. Bis weil wann? Es geht ja jetzt ins nächste Gebiet. Und da möchte ich nicht mit so viel Kladderadatsch hinlaufen. Ist auch ein geiles Wort, Kladderadatsch. Auf die Blackdagger-Banditen ist deswegen nutze ich es. Ja. Hier. Gib mir all dein Geld. Hast du mal gefragt, ob das irgendwer will? Nö, war alles ziemlich schlecht. Einfach verkauft hier. Na, die meisten Sachen, die ich hatte, waren ja weiß und ich kann das ja noch kurz zeigen. Das Amulett hatte ich vorher schon. Irgendwas hatte ich schon. Das hatte ich vorher schon angelegt. Das ist für mich. Das ist weiß. Und hier war ein blaues Symbol zwischendrin. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er das Grüne gebrochen hat. Ah ja. So einfach habe ich selektiert und dann einfach alles verkauft. So, nehme ich. So, seid ihr alle fertig? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Immer bereit. Alle nochmal Pipi machen und dann geht's los. Okay. Sonne, bitte. Bitte geh weg. Geh einfach weg. Okay, damit keiner antwortet, gehe ich jetzt einfach. Ich komme auch ohne euch klar. Nein, aber in einer Fünfergruppe, also in einer Gruppe macht es einfach viel mehr Spaß als alleine. Ja, das ist wirklich so. Also auch zu zweit macht es schon 10-mal so viel Spaß, als wenn man die Gebiete alleine abklappert. Ja, es ist auch einfach, es ist ein ganz anderes Spielgefühl. Man kann sich zum Beispiel auf Kleriker tatsächlich mehr auf das konzentrieren, für was ein Kleriker eigentlich da ist. Aufs Heilen. Wenn man alleine mit einem Kleriker unterwegs ist, muss man sich mit den Gegner-Mobs abgeben. Das muss man, wenn man eine Gruppe hat, nicht zwingen. Da kann man schön im Hintergrund bleiben, kann die Gruppe supporten mit später dann noch ziemlich guten Schutzzaubern und Heilzaubern. Das ist schon ziemlich nice. Hier, glaube ich, hat jemand aufgeräumt. Ich wollte gerade sagen, oben auf dem Wagen steht doch einer. Oder stand sonst immer einer. Oben links geht es doch in die kleine Gruft, wo so ein paar Truhen drin sind. Ja. Und ziemlich fiese und ziemlich schnell respawnende Gegner. Werdet ihr auch Elder Scrolls online zocken? Was voraussichtlich meinst? Ja. Also ich ja. Ja, ich auch. Kommt, lasst uns mal in die Gruft gehen. Erstmal hier, voll gefährlich und so. Schädel. Geht alle weg. Ich bin halt mal gespannt, welches... Der ist schon weg, der ist schon tot. Wer ist tot? Wer ist tot? Hier ist Wissen. Der Blutsucher, der oben auf dem Wagen steht. Ja, ja, der ist weg. Ja, da ist Wissen und hier können wir mal reingehen. Da, oder hat da... Nee, eigentlich hat da niemand irgendwann mal eine Quest für, oder? Wir haben ja mit jeder Klasse schon das Gebiet gemacht, also nein. Gott, betritt man das alleine? Das betritt man offensichtlich alleine. Okay, dann geht's. Nee, doch nicht. Ah, was ist das? Huh, ha, huiuiui. Ich dachte, ich muss hier jetzt alleine durchgehen. Da sind nur zwei von drei. Ja, oder? Die anderen haben... Von fünf. Ja, egal. Zu dritten schaffen wir es auch. Wir treffen uns dann draußen wieder. Ich weiß nicht so wirklich, was ich von ESO halten soll. Ja, die Frage ist halt, wo ich eben aufgehört habe, wo ich jetzt gerne wieder ansetzen möchte, ist, die Frage ist, welches Bezahlsystem es haben wird. Das ist noch nicht klar, ob es Free-to-Play mit Ingame-Shop ist, ob es wie Guild Wars 2 ist, dass man einmalig bezahlt und dann umsonst spielen kann, oder ob es wie WoW ist, dass man monatlich bezahlt. Das ist ja alles noch nicht klar bei TESO. Also ich nenne es TESO, weil ESO klingt mir so nach Esoterik. Deswegen, da kommt es drauf an, wenn es monatliche Gebühren verlangen sollte, weiß ich nicht, ob ich es spielen werde. Weil ich entscheide doch gerne selber über Ingame-Shops, also so wie es hier bei Neverwinter ist, wann und wie viel Geld ich den Entwicklern gerne geben möchte. Eine Mimik. Böse Gegner, böse Gegner. Zu fünf auch kein Problem. Wir sind übrigens mittlerweile alle fünf da. So, jetzt ist aber Nani wieder dran mit Arcana. So, hier ist eine echte Truhe. Oh, Fabi wieder, weißt du? Und du immer vordringen, ey. Ich habe mir heute mein Gamescom-Ticket geholt und jetzt drei Kärtchen für Werbegeschenke für die Elder Scrolls, die ich mir dann abholen kann. Vorne war, glaube ich, noch 500 Euro. Es heißt ja, die Elder Scrolls Online und die... Ja, da hat der Prudenz ja recht. Also doch TESO, nicht ESO. Ich hab mir nur immer drängeln alle vor, ey. Voll doof und so.
Cracker bei uns für Zeug nicht drin. Yay! Nee, die Crackmeyer-Gruft ist, glaube ich, tatsächlich fürs Spielgeschehen total unwichtig. Nur mal, um es dir kurz anzumerken. Ich habe jedenfalls noch nie eine Quest für bekommen. Heißt das Crackmeyer-Gruft? Ja. Crackmeyer-Gruft heißt das Gewölbe hier. Echt? Da ja. Stand jedenfalls lag davor irgendwas von Crackmeyer-Gruft. Ich weiß gar nicht, wie es gibt. Das ist jedenfalls das, wo wir gerade drin sind, hat, glaube ich, hat keinerlei Nutzen fürs Spielgeschehen. Nee, das ist und nur... Und es ist einfach nur, hey, ihr habt hier zwei Truhen und noch eine dritte, aber die ist nur Mimik. Und, genau, zwei Truhen. Ein bisschen Pakete und ein bisschen Erfahrung von Gegnern. So, habt ihr alle eure Truhen eingesammelt? Also wenn ja, so versammelt alle euch wieder an der Tür. 1, 2, 3, 4. Okay. Wir verlassen uns ja eh getrennt. Ja, Dreaming Grey, stell dich in die Ecke. Wer kein Tee schreibt, wer ESO statt TESO schreibt, der ist echt zu faul. Ich sag aber auch ESO und überhaupt in allen Magazinen und so weiter wird es auch immer ESO abgekürzt. Quagmire Gruft heißt sie. Ja, sag ich doch. Ja. Da. Da, Crackmeyer-Gruft. Dann heißt das Gewölbe so ähnlich. Was kann sein? Hi, na ihr? Hab euch voll ignoriert, muss ich immer so sagen. Ich hab auch das Gefühl, dass meine Charakter manchmal nicht gut sind. Ja, die Verzögerung ist ja schon uncool. Ja, hier ist übrigens noch ein Gewölbepaket. Hier hinten in der Ecke, bei der Statue. Können sich dann entweder unsere Zweihänder oder... Der Zucker ist kein gültiges Ziel, der ist also gar nicht mehr da. Das ist schön. Ihn gibt's nicht. Ja, und da hinten bei der Statue ist noch ein Dingspaket. Für holt es sich gerade. Das ist schön. Ja, der Blutsucher ist gerade ein bisschen verbuggt. Oh, die Kobra macht Teso abhängig, ob die Gamer dabei sind oder nicht. Ja, wieso? Weil er die Wemer gerne sehen möchte seit Morrowind. Und da es 1000 Jahre vor Morrowind spielt, dürften die eigentlich noch da sein. Das kann sein. So, gehen wir mal den Quast. Folgen wir dem Questpfad. Quast? Ich hab nicht Quast, bitte. Ich hab Quast verstanden. Alter. Leck. Übler, bösartiger. Bösewicht Leck. Gerade leckt's auch irgendwie schlimmer. Ich bin ja mal echt gespannt, wie man mit einer Fünfergruppe 60er Charaktere in den epischen Gewölben zurechtkommt. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, epische Gewölbe sieht so aus, dass normalerweise sind die Gegner in Gewölben immer so stark wie derjenige, der reingeht oder die Gruppe, die reingeht, in einer gewissen Level-Range. Du sprich ihn erstmal an. Es gibt da etwas, das Großsieger sicher gerne erlebt. Ich könnte wirklich die Hilfe einer Person von eurer Statur benötigen. Wir halten hier wacker Stand, aber jedes Mal, wenn wir uns hinausbegeben, werden wir von Banditenjägern verfolgt und beschossen. Es wäre wirklich hilfreich, wenn ihr da draußen ein wenig aufräumen könntet. Zeigt denen, wer hier auf der Hochstraße das Sagen hat. Na, ihr offensichtlich nicht, wenn wir das so machen müssen. Wir müssen aber eigentlich noch Karawanenzeug suchen. Und wir wurden jetzt schon zum Lager gelotst. Darf ich noch was zu den Gewölben erzählen? Natürlich. Thema ist nämlich das, bei epischen Gewölben ist es so, dass man mit Level 60er Charakteren reingeht, was das Maximum-Level ist, und dass in den ersten epischen Gewölben die Gegner Level 62 sind und in den letzten zwei oder drei epischen Gewölben die Gegner sogar Level 65 sind. Und da hat man, glaube ich, echt zu beißen. Und es gibt bei den epischen Gewölben Begrenzungen oder man muss einen gewissen Rüstungswert haben, um reinzukommen, um die überhaupt betreten zu können. Und da bin ich mal gespannt. Ich finde übrigens unsere Gruppe heute sehr angenehm. Ist das ein Rüstungswert dann für die Gruppe oder so? Nee. Du siehst den ja, wenn du auf deinen Charakterbildschirm guckst, siehst du ja deinen gesamten Rüstungswert. Ja. Und der muss für die ersten epischen Gewölbe, glaube ich, 5800 sein, 5700. Für die ersten epischen Gewölbe? Für die ersten epischen Gewölbe. Okay. Und für die letzten epischen Gewölbe brauchst du, glaube ich, 9200. Also hier dieser Ausrüstungswert. Genau, der Ausrüstungswert. Der ist da entscheidend, um reinzukommen. Das ist halt die Gesamtheit aller Ratings hier. Ja. Dieser. So sieht's aus. So. Aha. Ja, mein Internet. Hallo Spion. Also wer Spione jagen will, der kann das gerne tun, aber verlasst bitte die Gruppe nicht zu weit. Achso, und weshalb ich die Gruppe so schön finde heute, ist, weil keiner sich jetzt unglaublich in den Vordergrund drängen muss,
Und weil wir die ganze Zeit als Gruppe rumlaufen, weil die Leute auch aufeinander warten und so, das finde ich sehr angenehm. Ja, finde ich auch cool. So Gruppen mag ich. Wenn ich gerade mal stehen bleibe, weil ich sehe, dass Nani jetzt noch im Lager rumsteht, dann warten auch alle anderen und laufen nicht einfach los. Finde ich sehr nett. Weil ich finde, wenn man als Gruppe spielt, dann kann man auch als Gruppe spielen. Und dann ist dann nicht einer plötzlich die ganze Zeit vorpreschen. Dann sollte man auch als Gruppe spielen und sich entsprechend verhalten. Ja, und sich gegenseitig unterstützen und nicht so, hey, ich bin der Allercoolste, ich muss das jetzt allen zeigen, weil heute bin ich dabei. Und ja, ist eher anstrengend. Ich muss eh auf die Gruppe warten, weil ich keine Questfarben mehr habe. Okay. Das heißt, dass sonst wärst du viel unangenehmer und wir sollen dich nie wieder mitnehmen? Nein, so wird das jetzt nicht heißen. So ist sie immer. Sie dreht einem aus allem Strick, was man sagt. Ja, wozu bin ich eine Frau? Das können wir halt am besten. Ja. Spielt er noch wer oder hat er bloß aus Versehen jemand E gedrückt statt F? Kämpft und spielt. Gott! Sie redet im Zungen. Ich wollte den Spion gerade umlegen, das ging nicht. Ah. So. Oh, ich darf gar nichts lesen. Oh, alles die Eindrücke. Oh, da ist ja noch einer. Voll ignoriert. Zwischen unseren ganzen Leuten habe ich den vorhin nicht gesehen. So, Hexe. Alle Hexen hier heißen Hexer, aber es sind immer alles Frauen. Und hier ist noch ein Diebstahlpaket, kann das eröffnen? Ich glaube, ich habe eins, aber ist nicht so wichtig, glaube ich. Oder? Ich komme mal hoch. Ich habe eins gefunden. Kannst du mal probieren. Es glitzert. Irgendjemand hat währenddessen schon die letzten Aufzeichnungen eingesammelt. Huch, respawn die Gegner. Respawned. Du kannst nochmal deinen Spion fangen. Ich sammle so lange das Geld ein. Man muss ja da Prioritäten setzen. Ein Kupfer haben oder nicht haben. Huch, ich komme schon hier an den Hof. Ach stimmt, der Questfahrt führt ja da und so. Aber da unten war noch eine Truhe, oder Leute? Oder? Da ist nämlich eine Truhe. Und Fabio und ich, wir hatten die noch nicht. Und zu fünft hat man ja so eine Hexe so erledigt. Und auch den Vollstrecker, der da gleich wieder gespawnt wird. Oh Gott, ich darf die Truhe als erste öffnen. Was für ein Erfolgserlebnis. Ja, als erste von zwei. Na, vielleicht hatten die anderen es ja auch noch nicht erlebt. So, jetzt ist da der Weg zu dieser Kürze. Da laufen auch schon wieder Leute, den Spionen. Spionen. Boah, ich hab den Gartchen verloren. Wie schrecklich, wenn man sitzt. Ja, voll furchtbar. Ich fühle mich so nackt ohne Latschen. Oder so. Puh. Kennst du Latschenkiefer? Ja. Gut. Wollte du mal fragen. Alter, du stehst direkt vor mir. Allgäuer Latschenkiefer ist eine Firma, die macht, keine Ahnung, so Fußsalben. Einreib, Salbenzeug. Das ist das Gewölbe im Gebiet. Wie heißt es? Crackmeyer. Auch Crackmeyer-Gruft. Okay. Sehr schön. Vielleicht ist das unten der Hintereingang. Der Hintereingang. So. Handelt ihr jetzt alles schon? Wir müssen nämlich eigentlich mal zum anderen Lager. Ja, stimmt. Ihr müsst erstmal noch zum kleinen Halbling. Und Banditenjäger töten. Fenrir hat Problemas. Was heißt Problemas? Er kämpft.